What happens in the party stays in the party. What happens in the party stays in Miami. Da raste aus. Einen wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Warte mal, ohne Cheng. Spaß, natürlich bin ich mit am Stich. Geht nicht. Oh, fetteste News überhaupt, direkt zu Beginn. Wir haben... du weißt doch nichts. Ich bin schwanger, nein, Spaß. Wir haben Tickets für Lombok. Und zwar fliegen wir wieder zurück nach Tampa Hills. Jetzt hätte Tampa Hills einen eigenen Flughafen. Wir fliegen zu unserem Land, besuchen es, dokumentieren alles für euch. Für uns natürlich hauptsächlich auch. Von Anfang bis Mitte Richtung Ende April. Schon in einem Monat. Deswegen seht ihr diese gute Laune natürlich auch wegen dem Wetter und so. Gerade ist ja krasses Wetter hier. Wir können es einfach nicht erwarten. Ein Monat. Wenn man überlegt, wir waren vor einem Jahr das letzte Mal in Lombok. Das kommt mir das echt heftig. So... Ja, aber das liegt auch daran, dass wir wirklich wöchentlich momentan Updates bringen und wir gefühlt so dicht an diesem Projekt dran sind. Es fühlt sich nicht an, als wäre es ein Jahr gewesen. Ja. Hast du deine Fingernägel gerade weggeschmirgelt? Das Schöne ist, wir sind jetzt gerade noch in Hamburg. Während ihr dieses Video schaut, befinden wir uns schon in Köln und feiern Karneval. Noch nicht. Mittwoch ist noch kein Karneval. Oh, ein Tag später ist Karneval. Ja, wir bereiten uns gerade mental auf Karneval vor. Heute auch wieder ein ganz besonderer Tag. Wir haben fette Pakete eingesendet bekommen, die wir jetzt gleich mit euch gemeinsam aufmachen wollen. Kleiner Snake-Projekt da in die Richtung. Denn bald ist schon ein Punkt von unserem Vision Board, der in Erfüllung geht. Zeig mal, welchen Punkt? Zeig mal. Der hier! Wir gehen Skifahren. Ich dachte, wir kaufen uns eine Gondel. Was? Nein, wir gehen mit dem Jochen Schweizer Skifahren. Denn er hält sein Versprechen, dass er dem Chingling Skifahren beibringt und hat uns jetzt eingeladen nach Österreich und wir freuen uns richtig. Ich war das letzte Mal vor 10 Jahren Skifahren oder mehr, mit 15, okay? Vor 14 Jahren. Könnt ihr Skifahren? Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Was ist denn leichter, Skifahren oder Snowboard? Weil eigentlich würde ich dich eher auf dem Snowboard sehen, aber ich glaube, fürs erste Mal ist Skifahren schon besser. Ja, einfach mal ausprobieren. Also ich war noch nie im Winterurlaub und dementsprechend klebt das hier ja auch als eines meiner Träume, als eines meiner Ziele an dieser Wand. Und es ist geil, dass wir jetzt im Februar eigentlich schon so weit sind, darüber sprechen zu dürfen, dass die ersten Ziele eigentlich verwirklicht werden. Sehr bald. Das erste zumindest. Und hier unsere Lampe. Das ist mega. Das sieht so gefährlich aus. Guck dir das mal an. Ist auch gefährlich. Ja. Und das neben dem geilen Fernseher. Ja, passt. Nicht schlimm. Wir haben übrigens gestern einfach mal eine ganze Staffel Dirty Johnny durchgeguckt, obwohl wir haben schon ein bisschen davor angefangen, aber gestern haben wir 4, 5 Folgen angeguckt. Kennt ihr die Serie? Was guckt ihr gerade auf Netflix? Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Wir brauchen nämlich jetzt eine neue Serie. Schon wieder, Alter. Also es wirkt jetzt fast so, als würden wir nichts machen außer Serien gucken. Ist ja nicht so. Wir arbeiten den ganzen Tag und dann abends kurz vorm Schlafen gehen, zimmern wir uns noch eine Folge rein. Dann gestern waren es ein paar mehr. Das und dann immer noch, okay, noch eine Folge. Eigentlich müssen wir schlafen gehen, damit wir morgen früh aufstehen. Aber komm, noch eine Folge gehen. Dirty Johnny? Dirty John. Nicht Dirty Johnny. Ich nenne ihn Dirty Johnny. Echt krasse Serie, Freunde. 8 Folgen kann man sich angucken. Ja, keine Werbung oder so, aber ist empfehlenswert. Was mag wohl in diesem Fettsack drin sein? 10,8 Kilo? Aua, aua, aua. Ich habe immer noch Muskelkater. Wovon denn? Ja, von unserem ganzen Sex. Den wir haben. Also die Leute können ja schon mal raten. Baby, also ganz vorsichtig. Spannend. So. Eine Trainingstasche. Hä? Kommt da eine Bowlingkugel rein? Das war ja gar nicht abgesprochen. Wie cool ist das denn? Was haben wir denn hier? Oh. So, hier können wir es schon sehen, wer uns hier was Schönes zugeschickt hat. Ach so. Rurok. Was macht Rurok? Bowlingkugeln. Bowlingkugeln! Ey, das könnte wirklich immer noch eine Bowlingkugel sein. Kennt ihr die Leute, die man lange brauchen? Das Ding ist, ich muss echt pissen. Ich pisse mir gleich in die Hose. Als hätte ich es gewusst, dass ich direkt meinen auspacke. Und zwar ein sexy Skihelm. Safety first. Unser Traum ist es ja, nach Lombok auszuwandern. Und da wollen wir heil ankommen. Jetzt habe ich einen Helm. Sehr geil. Man denkt jetzt so, jetzt fährst du gleich mit dem Roller irgendwo hin. Nein, hier gibt es natürlich auch Mundschutz. Oh, Digga, das sieht richtig nice aus. Den benutzen wir einfach auf Lombok zum Rollerfahren. Wir haben mit dem lieben Lawrence von Rurok gesprochen und er hat gesagt, dass wenn wir dann auch Motorrad fahren würden vor Ort, die auch noch die Möglichkeit haben, uns
Motorradhelme zu stellen. Boah, und erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank für dieses geile Gear. Also wir werden es jetzt mal zusammenbauen. Oh, schaut dir mal diese geile Brille an, das ist mit Roségold. Wie nice ist das denn? Und schauen uns das mal an, wie das jetzt gleich aussieht. Ich finde, dass dieser matte Helm fast schon so aussieht wie in den ganzen Action-Verfolgungsfilmen, die Motorradfahrer. Sieht richtig böse aus. Ohne jegliche Charakterentwicklung, die dann einfach irgendwo in die Piste reinfahren. Oh, warte mal, das ist hier, warte, ich muss das hier mal anständig machen. Ja, das muss ich noch lernen. So, glaube ich. Vielen, vielen lieben Dank, Ruhr, dass ihr uns das zugeschickt habt. Hey, warte mal. Das ist noch nicht alles. Ich wollte das sagen. Cheng hat sogar noch einen zweiten Helm zugeschickt bekommen. Der passt ja noch besser zu mir. Das ist, glaube ich, das gleiche Modell. Aua. Oh, sorry. Ich weiß gar nicht, welchen ich geiler finde. Also, ich finde den geil, ich finde den geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Es ist super weird, zwei komischen Helmmenschen zuzuhören, während sie reden, obwohl man nicht mal den Mund sehen kann. Ne? Warte, ich komme mal hier ein bisschen raus. Ah, so, okay. Muss man auch erstmal verstehen. Boah, ist das so geil. Mega nice. Richtig nice. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher euch besser gefällt. Dieser matt schwarze oder der Shadow Chrome. Das ist so ein leicht verdunkeltes Chrome. Richtig schick. Oh. Ich fühle mich schon fast ein bisschen schlecht. Ich war noch nicht einmal Skifahren in meinem Leben und habe gefühlt schon direkt das beste Equipment überhaupt. Und das war nicht alles. Guck mal, was sie noch geschickt haben. Erstmal haben sie so ein Soundsystem geschickt, das man in den Helm integriert. Und dann kannst du durch Bluetooth Musik hören. Das ist übertrieben geil. Das werden wir später mal ausprobieren. Das heißt, die integriert man unter dem Helm noch über deine Ohren. Das ist nochmal zusätzlicher Wärmeschutz hier, habe ich das Gefühl. Wir haben hier noch verschiedene Shades für die Brille. In Rosé, in Orange Low. Das ist für dein hier, für dein Gypsy. Original Blue und Ruby. Oh, guck mal, Ruby. Ja, ey, das lustig. Ist heftig. Ja. Freunde. Für verschiedenste Anlässe, verschiedenste Fotolocations oder verschiedenste Outfits können wir passend dazu jetzt auch noch verschiedenste Shades mit integrieren, um das dann farblich das anzupassen. Das ist so geil, guck mal. Zack. Und ab ist er. Richtig nice. Baby, du siehst sehr sexy aus, muss ich sagen. Danke, das macht der Helm. Das aber noch nicht alles, Freunde. Ey, Mutti freut sich gleich durch den ganzen Müll hier. Oh, hier hast du schon was Weißes. White. White for me. Hehe. Ja, wieso so viel? Ich habe aber keine Hose dabei. Oder? Ah, doch. Das ist die Hose. Das ist das Ding da. Oh, nice. Ich habe schwarz. SK, guck mal, Sabrina Krea. Was für ein Zufall. Oh, nee, She steht da drauf. Das ist echt lustig. Aber auch voll hübsch. Sehr geil, okay, ich zieh das jetzt direkt mal an. Bin nämlich gespannt, ob das passt. Okay, dann werden wir uns natürlich mal in unsere kompletten Outfits begeben und sie gleich präsentieren. Boah, sieht schon sehr vielversprechend aus. Ich muss anfassen, okay, bis gleich. Hier, Schatz, und du hast genau die gleiche wie ich. Aber wie geil fühlt sich das für mich? Ich freu mich, Leute! Erstmal anziehen, Niklas, mach die Kamera aus, ich bin nackt. Noch eine andere Jacke. Aber ist das, vielleicht ist das fürs, vielleicht ist das zum Drüberziehen. Ich bin Skiprofi, ich sag's euch, Leute. Das ist vielleicht, wenn es richtig kalt Lass ist. Lass mich bitte tragen, was ich möchte. Ja, ja. Ich mach mir hier meinen eigenen Style. Guck dir diesen Haufen Müll auf dem Bett an. Nein, Spaß. Oh, Baby. Ah, hier sieht's aus als... Boah, ist auch richtig geil. Unterdinger, ne? Baby, das sieht richtig sexy aus. Kannst du das immer anhaben? Aber die Hose sieht auch perfekt, ne? Wow. Die sieht echt schön aus. Freunde, was sagt ihr? Schöner Skianzug? Also ich muss echt sagen, die Qualität ist auch richtig heftig, ne? Guck mal das mal an. Guck mal, hast du das auch? Du hast das nicht, ne? Was denn? Hier kam kein Schnee rein. Hier ach, ist so ein Unterding. Ach, du hast sogar so ein Unterzieh. Ja? Nee, sowas habe ich nicht. Tja, kannst du sehen. Nur die Haken kommen geil. Nee, ja. Aber richtig schön. Auch diese Jacke, guck mal. Die passt perfekt. Ja, sorry, liebe Leute, für den etwas übereuphorisierten Vlog, aber das ist Weihnachten, Geburtstag und wie eine Mondlandung für uns gerade. Also wir freuen uns riesig, dass wir mit solch einem Fundament in eine neue Welt eintauchen dürfen. Ja. Und wir werden jetzt nochmal umso mehr, umso motivierter mehr Gas geben, damit wir auch innerhalb von ein, zwei Tagen ganz schnell Ski fahren lernen können. Und es dauert jetzt noch ein bisschen, das wird ja erst Mitte März sein. Ja.
Und danach kommen wir wieder und danach fliegen wir schon nach Lomski. Oh mein Gott, endlich geht's los. Weil jetzt in der letzten Zeit war echt ein bisschen langweilig hier bei uns. Ja. Wir auch so ein bisschen down und denken, wir unternehmen nichts. Aber so konnten wir uns wirklich um vieles anderes kümmern. Um die ganzen organisatorischen Sachen, Steuerkram, ja. Papierkram. Und können jetzt dann nächsten Monat im März schön durchstarten. Obwohl für uns geht's ja jetzt auch schon morgen wieder nach Köln. Hammer geil, vor allen Dingen so perfekt passend, als wüsstet ihr, wie groß wir sind. Ja, ihr habt es wirklich in Perfektion getroffen. Ich habe auch die Größen durchgeschickt. Achso. Du bist so geil, mein Schatz. Okay. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. J. Lindeberg. J. Lindeberg, wie spricht man das aus? Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Aber ich finde, das klingt irgendwie so deutsch, aber es ist, glaube ich, nicht deutsch. Lindeberg. J. Lindeberg. J. Lindeberg, vielen lieben Dank für diese Styler-Maler-Sachen. Wir linken euch auch unten einmal in der Infobox einmal den Online-Shop und deren Instagram-Seite. Die haben auch richtig coole Sachen. Und natürlich auch von Rurock vielen lieben Dank für die Helme und für das ganze Gear. Also wir sind vollkommen ausgestattet. Ja. Dank euch. Ich hoffe, jetzt werden wir auch Skifahren können. Definitiv. Ich glaube, das Talent ist in diesen Sachen schon mit drin. So, liebe Leute, wir fahren jetzt direkt ins Lager, denn wir haben noch einige Sachen zu verstauen, abzuholen, aber vor allen Dingen auch zu verkaufen. Das heißt, wir machen euch da gleich drauf aufmerksam. Wir wollen diesen Vlog gar nicht allzu weit sprengen, deswegen sehen wir uns direkt. Gesprengt. Genauso wie dieses Zimmer hier. Direkt im Lager. Sweet like chocolate boy. Sweet like chocolate. Ja, an dieser Stelle großes Entschuldigung an dich, Timo. Timo ist die Person, die netterweise das Bett gekauft hat und uns damit finanziell unterstützt hat. Aber wie zum Henker hast du vor ein paar Monaten, als du das Bett hier abgeholt hast, bitte das Gestell aufgebaut, wenn zwei wichtige Querstreben einfach noch hier an der Wand lehnen? Sorry. Großes Entschuldigung. Das Gute ist, du kommst ja auch aus Hamburg. Wenn du das jetzt hier sehen solltest, kontaktiere uns bitte gerne nochmal oder wir schreiben dich nachher nochmal an und lass nochmal treffen, dann kannst du diese Querstreben abholen. Mega strange, dass wir das nicht gecheckt haben. So, Scheiße. Freunde, auf jeden Fall hier Meditationskissen. Das eine ist ein bisschen ausgewaschen, deswegen eigentlich nicht so geil. Aber das eine auch auf jeden Fall verkaufen. Hol mal raus. Da habe ich einfach ganz viele Kissen reingeballert. Falls ihr das kaufen wollt, schreibt super gerne in die Kommentare. Das haben wir immer benutzt, um zu meditieren. Dann haben wir noch ein Star Wars Longboard. Ja, alles voll hier. Für alle Star Wars Fans. Wer hat Bock auf ein Longboard, schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Beziehungsweise unten in der Infobox seht ihr auch einen Link zu unserem Blog, wo ihr uns auch direkt kontaktieren könnt. Und dann haben wir hier die Verstärker. Ist so ein bisschen festgeklemmt gerade, aber für die Leute, die Gitarre spielen, wissen ganz genau, was das für ein Verstärker ist. Der ist von Marshall. Ja, lieber nicht rausziehen. Ja, aber man kann es eigentlich ganz gut sehen, ne? Und eine E-Gitarre dazu. Am besten als Package. Hier vielleicht? Da sehe ich irgendwas. Ja, ist schwierig. Ja, da ist sie nicht drin. Das ist eine andere, das ist meine Western-Gitarre. Das ist eine E-Gitarre in Form von einer Gibson, ist aber so eine Drittmarke Cox. Wer will, der findet. Und weißt du, was ich will? Mittagessen. No. Was so viel bedeutet wie, mach hin, Cenk, sonst gibt's gleich Aggression. Sonst gibt's gleich die Kamera gegen Kopf. Boah, jetzt geht's schon los. Ich will mal in die Kommentare schreiben, seid ihr auch hangries? Also wenn ihr hungry seid, werdet ihr auch angry? Das ist leider ganz schlimm bei mir, Freunde. Sorry. Ja, das ist schon kein Spaß mehr. Die sieht geil aus. Bist du sicher, dass du die verkaufen willst? Du willst sie verkaufen. Ist ja nicht. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich alles behalten. Ja, wir können einfach keine 10 Gitarren mitnehmen. Ja, ja. Die ist schon und ganz ich finde, als Set ist ganz geil. Marshall Verstärker plus Guitar Steel. So, ich mache jetzt auf Teleshopping. Hier haben wir einmal einen wunderschönen Puma-Pullover. Noch mit Etikett, noch nie getragen, in Größe L. Dann haben wir hier eine ganz coole Jacke, auch von Puma, auch in Größe L. Ich denke so, willst du das wirklich verkaufen? Eine richtig schöne Windjacke, ne? Oder ist das auch, ist das eine Jacke? Ja, das ist aber sowas. Oh, das ist so ein Fleece-Pulli quasi. Genau. So, dann haben wir hier noch einen wunderschönen Anzug. Dazu passender Jacke. Sehr geil. Ich glaube auch nur zweimal angehabt oder einmal. Zum Fotoshooting auch nur, ne? Langes Oberteil, das ist kein Sweatshirt, also eher so ein dünner Stoff. Hinten lang geschnitten. Und vorne kurz. Meine Mom hat mir das neulich gefällt, dass sie sowas haben will. Vielleicht geben wir das meiner Mama. Hier einmal eine Jacke in Weiß. Auch richtig geile Sachen. Hier noch eine Jacke,
Auch noch mit Preisschild, noch nie getragen. Boah, hä? Die ist auch richtig nice. Ich würde auch sagen, eine perfekte Frühlingsjacke. Wie so ein Denim-Stoff, würde ich sagen, oder? So ein Jeans-Stoff. Oh, stimmt, ja, tatsächlich, hast du ja recht. Aber es ist schön lang. Finde ich auch sehr hübsch. Schlicht, schwarz mit Kapuze. Das ist, glaube ich, von der Weekend Collection. Mhm. Mit Puma. Auch sehr schön. Coole Farben. Ja, XO. Weekend. Das ist cool, das ist wie so ein Undercut hier, ne? Ja, das sieht so aus, als Schweller, ja, hätte man da was drunter an. Ja, auch sehr nice. Kaki. Hier passend zu Changs. Ach, das hier, ne? Genau. Dieser Anzug. Gibt es auch. Ah. Meine, also für Frauen. Ah, okay. In Größe S. Kurz, bauchfrei. Mhm. Aber auch sehr nice. Vielleicht gibt es ja ein nice Couple unter euch. Und als Frau, also für die Leute, die S, habe ich sogar noch die passenden Schuhe dazu. Sehr schön. Die passen sehr schön dazu. Ist in Größe 37. Noch einmal in Rot. Auch noch nie getragen. 37. Hier, steht hier noch mit Schild drin. In Grau. Wir haben eine Zeit lang einfach so viele Sachen bekommen. Dann haben wir hier einmal, das sind von Rihanna. Hier bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob ich die verkaufe. Aber ich glaube, die waren mir ein bisschen zu klein. Obwohl, Mintgrün. Ja, ich finde die Farbe eigentlich mega geil. Sehr nice. Aber ich habe auch zu viele Schuhe, man muss sich trennen. Und ich teile gerne, dementsprechend, wenn ihr Bock habt. Und die gleichen habe ich hier auch einmal in Lackoptik. Genau. Das Ding war bei denen, die waren mir ein bisschen zu klein, weil die würde ich eigentlich super gerne behalten. Die habe ich trotzdem getragen, aber einfach unbequem. Also das ist auch 37, aber die fallen relativ klein aus. Diese nicht, genau. Dann haben wir für Männer. Auch Größe 37? Nee, 45. Als nächstes haben wir in 45 solche Schuhe. Auch, ich glaube, einmal getragen, aber... Auch wieder nur für Fotos, glaube ich. Ja, hier sieht man auch noch alles mit Etikett dran. Mhm. Chucks! Auch noch nie getragen. In 45 von Disney Friends, Disney Edition. Einmal Adidas, jetzt mal ganz andere Marke, aber die finde ich auch richtig geil. Die hatte ich auch zweimal oder sowas an. Ich finde das Weinrot einfach super schön. Die habe ich gefunden. Die haben wirklich nicht einmal die sind noch so komplett eingepackt. Also nicht im Müll gefunden, sondern... Nein, aber bei uns beim Umzug irgendwo in der Ecke. Auch sehr schön. Ich habe auch ähnliche und deswegen, ich brauche einfach nicht zwei Paar. Aber zum Sport, die sind halt richtig leicht. Das ist halt mega geil. So. Und dann haben wir hier noch zwei Cappies. Red Bull Racing. Ja, also das ist ganz nice. Eine Red Bull Cap und einmal so eine. Die hast du ja auch. X-Natural, ne? Genau. Ja, dann können wir ja hier gucken. Haben wir hier noch was? Ein paar Schuhe? Nein, die behalte ich. Die hier vielleicht? Nein, ach, die liebe ich richtig. Nein. Ich wollte die haben? Nein, die behalte ich. Dann zieh sie auch an. Du trägst sie nicht. Ich habe auch so viele Schuhe. Im Winter konnte ich die auch nicht anziehen. Jetzt wird es ja wieder wärmer. Jetzt ziehe ich die auch an. Ja, und die kannst du anziehen im Winter? Ja. Das Ding ist, das sind Luxusprobleme, Freunde. Ne? Wir wollen uns echt nicht beschweren, aber wir haben einfach so viel. Ja. Und ich denke jetzt, die Zeit rückt näher, weil das Ende des Jahres noch nicht. Aber bis dahin möchte ich wirklich die Sachen weghaben. Ich habe keinen Bock, keine Ahnung, alles mit nach Lombok zu nehmen. Und dort erstmal, wir haben ja da echt nur so einen kleinen Keller. Und ich will da nichts rumstehen haben. Ich möchte das alles schön clear, sauber haben. Ja, grundsätzlich, mal gucken, vielleicht haben wir früher oder später irgendwann so eine Schuhgarderobe, wo die ganzen Schuhe noch reinpassen. Aber wir haben ja immer noch viele Schuhe. Ja, und nicht? Dann, weißt du, im Endeffekt werden wir auf Lombok nur in Flipflops rumlaufen, weil das sehe ich schon. Ich bin so ein Sneaker-Typ. Ich liebe das, wenn meine Füße atmen. Ich weiß, du bist auf jeden Fall ein Füßeatmer, ich nicht. Ich liebe es einfach, Sneaker zu tragen. Ich bin eigentlich ein Barfußmensch. Ich liebe das, wenn ich verbunden mit der Welt bin. Okay, jetzt wird's Philosophie. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Entschuldigt den etwas chaotischen Vlog. Unten in der Infobox ist auch nochmal alles zu unserem Blog verlinkt. Checkt sehr gerne mal ab. Dann kriegen wir euch alle irgendwie versorgt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für euren Support. Und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und zwar am Sonntag um 10 Uhr. Villa Chihuahua Update. Wir freuen uns drauf. Stay positive wie immer und tschüssi. Rap.